Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Diesmal wieder 2 Wochen komprimiert, denn ich bin in den letzten 2 Wochen nur so bedingt zum Lesen gekommen. Es ist aber gar nichts Schlimmes passiert, sondern schöne Dinge sind hier am Laufen gewesen und hier macht die Kamera auf einmal irgendwie heller. Ja, lasst euch davon bitte nicht orientieren, so wie ich. Ja, ich habe es in den Neuzugänge-Video schon gesagt, bei uns wird ein neues Familienmitglied einziehen. Wir bekommen hündischen Zuwachs und ich freue mich sehr, wenn ihr das Video seht, ist der Hund theoretisch schon da. Ich hoffe auch praktisch. Geplant ist, dass er jetzt am 1. Juni bei uns einzieht und dementsprechend werdet ihr den, denke ich, jetzt auch auf Instagram und so weiter auch mal ein bisschen sehen. Vielleicht ist er auch irgendwann mal hier begleitend in der Bücherwoche mit dabei oder in dem Video. Wenn ich mir hier meine Kamera geile Katze angucke, die wirklich jetzt wieder da sitzt und stiert, vielleicht ist er ja so ein bisschen ähnlich. Ja, er hat mich in den letzten 2 Wochen doch ganz gut beschäftigt. Ich war jeden Tag mit ihm unterwegs. Er ist ein Hund aus dem Tierheim und ich habe natürlich dann auch einiges ein bisschen an Literatur gelesen, im Internet rumgescrollt und gesucht, ein paar YouTube-Videos mir angeschaut und wir hatten auch 3 Tage mit dem Hundetrainer des Tierheims. Und ich bin jetzt sozusagen freudiger Erwartung. Ich habe jetzt nicht 9 Monate Vorlaufzeit, wie wenn das jetzt irgendwie ein Baby wäre. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass unser neues Familienglied bei uns einzieht. Denn es wurde gegen Ende oder ja, wird im Grunde immer schwerer, ihn dann nach dem Spaziergang auch wieder abzugeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man hängt doch sehr schnell sein Herz an ein Tier. Und der ist auch für mich tatsächlich so, es war Liebe auf den ersten Blick und vielleicht, wenn es euch interessiert, schreibt das gerne mal in die Kommentare, kann man ja gerne mal so eine kleine, so ist unser Hund ins Haus gekommen, Geschichte machen, könnt ihr gerne mal schreiben, wenn euch das interessiert. Und dementsprechend habe ich jetzt in den 2 Wochen nur 5 Bücher gelesen und ich hatte wirklich in dieser ersten Bücherwoche, die hier drin war, schon so meine Probleme zu den normalen Büchern zu finden, weil mein Kopf doch sehr gekreist ist mit Entscheidungen, Gedanken, Ideen, Austausch. Ich wohne hier ja auch nicht alleine, das heißt, das entscheide ich auch nicht alleine. Und da dachte ich, ja, ist nicht schlimm. Ich hatte zum Glück das andere Video sowieso schon fertig und dachte, dann passt das ganz gut am Samstag. Ich werde es jetzt auch im Juni so halten, dass nur alle 2 Wochen eine Bücherwoche kommt, also immer 2 Wochen komprimiert sind. Sollte ich merken, dass ich tatsächlich doch jetzt mehr zum Lesen komme, obwohl jetzt ja dann auch der Hund die Anfangszeit da ist, ich glaube es, wie gesagt, nicht, dass es viel mehr wird. Dementsprechend, wenn ich das aber merke, würde ich natürlich die Bücherwoche gucken, dass ich sie tatsächlich dann doch wöchentlich bringe. Aber geplant ist jetzt alle 2 Wochen eine Bücherwoche. Und im Juli wird es dann ja eh eine Sommerpause geben, weil ich da auch meinen großen Jahresurlaub habe. Und da wird es dann auch gar keine Videos geben. Aber ja, ich bin ja nicht aus der Welt. Ihr findet Instagram zum Beispiel auch unten in der Infobox. Auf Lovely Books könnt ihr auch verfolgen, was ich lese. Also schaut da gerne mal vorbei. Dann möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Nach den freudigen Familienmitgliederzuwachs möchte ich auch sagen, dass ich jetzt am Freitag bei der lieben Eva zu Gast bin, zu einem Herz-zu-Herz-Gespräch. Es wird um das Thema Hochsensibilität gehen und ich verlinke euch den Kanal von Eva unten in der Infobox. Wir werden uns am Freitag so ab 19:30 dann live in einem Hangout austauschen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mit dabei zu sein und natürlich auch eure Gedanken, Fragen und Ähnlichem da dann auch zu schreiben. Da würde ich mich sehr freuen und ich danke auch wirklich Eva für die Einladung und den tollen Vorab-Austausch und das ist dann die Vorab-Ankündigung für den Freitag. Ja, das ist dann glaube ich der 10., wenn ich mich nicht täusche. Ja, Kalender und ich, es ist glaube ich der 10. Juni. Ansonsten gibt es 5 Bücher, die ich gelesen habe und ich habe auch den Rewatch von Stranger Things beendet und auch mit der 4. Staffel begonnen. Ich packe alle Bücher und die Zeitstempel unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Da könnt ihr dann auch die Affiliate-Links zu Thalia sehr gerne nutzen, könnt aber natürlich auch in den Zeitstempeln hin und her switchen, was euch da eben mehr interessiert und wann ich dann auch mit dem Seriengeplauder sozusagen starte. Findet ihr in der Infobox, auch wenn ein Buch ein Rezensionsexemplar ist, das kennzeichne ich ebenfalls unten in der Infobox. Und ich denke jetzt erst in der Kurzfassung, welche Bücher habe ich überhaupt gelesen und gehört. Es begann mit Die Leben der Heiligen von Leigh Bardugo, ein Zusatzband für dieses ganze Krisha-Verse. Dann habe ich mir etwas Spannung gesucht und habe Atme von Judith Merchant gehört. Hier habe ich mich auch für das Hörbuch entschieden und
Ich weiß nicht, warum die Kamera heller und dunkler wird. Es tut mir wirklich leid, wenn das sehr schlimm ist, aber ich keine Ahnung, was gerade die Kamera sich so denkt. Weiter ging es dann mit einer Zeitreisegeschichte. Hella, Your Yesterday is My Tomorrow von Melanie Moore. Englisches Buch, wurde im Mai auch gelesen, sozusagen Challenge für den Mai auch erledigt, und zwar von Mary Lou Steel Striker. Das ist der zweite Band der Dilogie, die ich im April angefangen hatte. Und dann gehört habe ich von Beth O'Leary das neue Buch Up to Date. Das habe ich ebenfalls gehört und war super neugierig, ob mich dieses Buch mehr begeistern kann als das aus dem Vorjahr. Und wie ihr merkt, ich habe wieder nur digitale Bücher gelesen und gehört, was definitiv auch noch an der Hand und den Arm lag. Es wird jetzt wirklich besser, die Armschmerzen sind so gut wie weg. Ich habe aber nach wie vor Schmerzen so in dieser Fingerkombination. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, nach 4 Tagen, wo ich frei hatte, also ab den Christi Himmelfahrt, das lange Wochenende, wenn man da einfach nicht am Rechner sitzt, keinen Stift halten muss und so weiter, dass das wirklich gut für den Arm, für die Hand war, und ich hoffe jetzt einfach auf die nächste Zeit, dass das dann auch besser wird. Aber ich versuche mich jetzt schon wieder an Büchern und muss jetzt diese Woche mal gucken, dass ich mal wieder ein echtes haptisches Buch in der Hand habe. Das fehlt dann manchmal doch ein bisschen. So gerne ich digitale Bücher lese und höre, zwischendurch so ein haptisches Buch wäre auf jeden Fall, ist schon irgendwie so ein bisschen, braucht man, ne? Also muss man ein bisschen haben. So, die Zeitstempel findet ihr unten und ich blende euch hier jetzt natürlich die digitalen Bücher ein. Es begann mit Die Leben der Heiligen von Leigh Bardugo. Ich habe ja im letzten Jahr die komplette Krishaverse-Reihe mehr oder weniger gelesen, ich glaube, und auch gehört, richtig. Und ich bin ja total verliebt in diese Welt, die Leigh Bardugo geschaffen hat. Und dann habe ich eben gesehen, dass es jetzt das Leben, die Leben der Heiligen geben wird. Und dann musste dieses Buch auch bei mir einziehen. Ich habe mich ganz bewusst tatsächlich erst für das E-Book entschieden, obwohl das echte Buch ja wirklich ein absoluter Hingucker ist. Also es sieht im Grunde genauso aus, wie man es jetzt auch aus der filmischen Serie kennt. Es gibt unterschiedliche Schriften und auch Details und Grafiken. Man sieht das auch im E-Book, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass das im echten Buch auf jeden Fall noch schöner ist. Also das, wer natürlich auf sowas wirklich Wert legt, der hat hier wirklich eine Schmuckausgabe. Ich wollte erstmal gucken, ist die Information, die da drin ist, wirklich was ich mir dann auch ins Regal stellen würde. Ich habe ja die wunderbare Krisha-Trilogie in dieser Aquarelloptik hier stehen und ich finde die auch nach wie vor wunderschön und finde es echt schade, dass die nicht mehr so aufgelegt werden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Man kennt die Legenden, die hier beschrieben werden, der Heiligen im Grunde schon aus den Büchern, auch aus der Serie, denn unsere Charaktere, denen wir eben näher kommen in der Buchreihe, die erzählen immer wieder davon. Also wir haben jetzt im Grunde wirklich dieses Buch, was eben in den Büchern und auch in der Serie auch schon besprochen wird. Besonders Alina schlägt hier auch immer mal wieder nach in der Trilogie und erzählt daraus und setzt dann eben auch Bezüge dazu. Und da wird man natürlich dann auch als Leser super neugierig. Es werden insgesamt 28 Geschichten erzählt von verschiedenen Heiligen, die uns jetzt nicht unbedingt alle direkt ein Begriff sind, aber so manchen kennen wir eben, weil auch in der ganzen Reihe rund um Krishaverse eben die eine Rolle spielen. Und auch besondere Heilige, ich möchte jetzt aber auch gar nicht spoilern, werden hier eben sehr detailreich beschrieben. Und es ist im Grunde tatsächlich irgendwie eine Art Sachbuch. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Harry Potter, die Märchen von Beedle dem Barden. Das war ja auch ein Buch, was im Buch erzählt wurde, wo Hermine daraus liest. Und dann haben wir dieses Buch in Händen gehalten. Und so ähnlich kann man sich das jetzt hier tatsächlich auch einfach vorstellen. Und ich bin der Meinung, es ist wirklich ein Must-Have für alle, die die Reihe geliebt haben, die darin versunken sind, die ihren Spaß hatten, auch mit der Serie. Es hat mir sprachlich sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Schreibstil von Bardugo wirklich sehr. Das ist locker und leicht, es ist aber auch intensiv und es zieht einen absolut in den Bann. Jetzt haben wir hier pro Geschichte so rund 3-4 Seiten, also nicht eine rundrum Geschichte, sondern wirklich zu den Heiligen eben Informationen. Und da ich aber diese Fantasy-Welt so toll finde und so groß finde, finde ich auch, dass das Buch als Ergänzung perfekt ist. Also man könnte ja auch dann noch sagen, wenn man an Mittelerde denkt und den Herrn der Ringe, dann ist das Silmarillion ja auch eine Geschichte, wo immer wieder Geschichten und Legenden und Mythen erzählt werden. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Die einzelnen Geschichten waren schon kurz. Ich fand sie dennoch sehr informativ und habe auch wirklich
wirklich so ratzfatz einen Charakter nach dem anderen durchgelesen. Man kommt da wunderbar durch. Es waren auch, glaube ich, nur so 140 Seiten, also tatsächlich nicht viel. Und dadurch, dass es immer nur so 3-4 Seiten pro Heiliger ist, denkt man sich halt auch, einer geht noch, einer geht noch. Und dann ist man irgendwie relativ schnell auch schon durch das Buch durch. Mir hat es sehr gut gefallen. Für meine Begrifflichkeit hätte es vielleicht ein bisschen ausführlicher an mancher Stelle sein können. Vielleicht, dass man auch nochmal ein bisschen anders Bezug nimmt. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Hat mir super gut gefallen für so ein Ergänzungsbuch zu einer Buchreihe. Richtig, richtig toll und wirklich empfehlenswert für alle, die diesem Grishaverse ja im Grunde unterlegen sind und wirklich sagen, ich liebe diese Welt und ich bin so gespannt, ob von Leigh Bardugo noch was in diese Richtung kommt oder ob sie was ganz anderes macht. Und ich freue mich natürlich auch auf die weiteren Staffeln der Serie. Letztes Jahr lief ja Staffel 1. Dementsprechend, vielleicht kriegen wir ja irgendwie irgendwann dieses Jahr Staffel 2. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil ich die auch optisch richtig, richtig gut fand. Und ja, sehr viel Spaß mit dem Buchreihe und auch der Serie hatte. Dann wurde es ein bisschen thrillerig. Ich habe am Wochenende so ein bisschen dann versucht, okay, jetzt vielleicht klappt das irgendwie mit Hörbuch hören ein bisschen besser. Und ich habe dann zum Debüt von Judith Merchan gegriffen, Atme. Ich fand ja letztes Jahr Schweig wirklich ein absolutes Thriller-Highlight. Das war auch ein Jahreshighlight von mir. Und ich habe den Thriller schon gehört und wollte diesen dann eben auch hören. Er ist gesprochen von Laura Meyre. Fand ich gut. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die hat das wirklich gut vorgelesen, Atmosphäre geschaffen und das hat mir wirklich auch gut gefallen. Wir treffen hier auf Nile, die mit ihrer großen Liebe Ben einkaufen geht und als sie dann aus einer Kabine herauskommt, in der sie etwas anprobiert hat, ist er auf einmal verschwunden. Keiner will ihr so richtig helfen, auch ihre Freunde und ja, auch die Freunde von Ben, die ihr so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil Ben hat wegen ihr eben auch seine Frau, ich glaube es war seine Frau, ja, nicht nur die Freunde, es war die Frau, verlassen. Und dementsprechend sind die natürlich nicht so gut, auch sie zu sprechen. Doch dann tatsächlich kommt die Noch-Ehefrau von Ben zur Hilfe und möchte sie unterstützen und Ben wiederfinden. Doch ob ja, Nile ihr so recht trauen kann, das stellt sich dann so nach und nach heraus. Es war ein wahnsinnig spannender Anfang. Ich fand das richtig, richtig gut, wie diese anfänglichen Szenen beschrieben wurden, wie das Verschwinden war und was dann so weiter fortging. Doch dann irgendwann kam so ein irgendwie so eine Wendung. Und die mochte ich dann tatsächlich irgendwie nicht mehr so. Es hat eine sehr merkwürdige Richtung angenommen und es wurde für meine Begrifflichkeit auch gegen Ende sehr abstrus. Es kommt für mich überhaupt nicht an Schweig ran. Das war definitiv psychisch schon nochmal eine andere Spur, auch was so zwischen den Zeilen war. Da haben wir ja auch 3 Charaktere begleitet. Und hier fand ich es wirklich gegen Ende so abstrus, dass ich dachte, ha, was ist denn da der Autorin irgendwie durch den Kopf gegangen? Ich bin wirklich zu Beginn gut reingekommen. Es war sehr spannend. Ich habe das erste Drittel auch gefühlt wirklich weggesuchtet und durchgängig gehört. Und dann wurde es aber merkwürdiger, es wurde verwirrender und ich konnte irgendwann diesen ganzen Gedanken und Ideen und Wendungen einfach auch nicht mehr so richtig folgen. Es war nicht so richtig nachvollziehbar. Und was ganz schlimm war, ist, dass Nile als Charakter auch total nervig war. Ja, das sollte sie wahrscheinlich tatsächlich auch so sein. Aber ich habe selten so eine anstrengende Protagonistin erlebt. Das muss ich wirklich sagen. Ich fand ihre Art, wie sie auf Dinge reagiert hat, es war gefühlt immer impulsiv, es war immer schnell, sie denkt irgendwie nie nach, dann wird sie hysterisch, wo ich denke, Mensch, dann versuch doch erstmal nachzudenken oder so einen kurzen Moment irgendwie Gedanken und bevor du gleich und ach, ich fand sie wirklich anstrengend, ich fand sie mega nervig und ja, das soll so sein und man muss auch nicht immer jeden Protagonisten so erschaffen, dass man ihn mag. Aber es war irgendwann nur noch anstrengend. Also wenn sie eine Bekannte von mir wäre, ich glaube, ich hätte ihr nicht so lange in der Geschichte gefolgt, also wie es hier jetzt der Fall gewesen ist. Ich fand sie wirklich anstrengend und das Ende ist für mich auch kein so richtig gutes Ende, denn ich fand es einfach zu abstrus aufgelöst. Also ich muss wirklich sagen, mit dieser letzten Wendung, eben kurz vor Schluss, da habe ich echt gedacht, jetzt knallt sie hier alle Vögel irgendwie raus. Also das war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Ich hatte doch recht hohe Erwartungen, besonders eben auch nach Schweig.
Aber die wurden hier definitiv nicht erfüllt. Also es war ein okayer Thriller, besonders weil das erste Drittel sehr stark war und sehr spannend war. Und natürlich schon der Stil von Judith Merchant erkennbar ist. Und man schon merkt, dass es schon leichter ist und trotzdem auch diese Spannung immer wieder auftaucht. Also auch in dem etwas merkwürdigeren Teilen, also so ab der Hälfte. Ja, es hat schon ein Spannungspotenzial, aber so alles in allem war es irgendwie okay. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und ach, ja, das ist manchmal eben auch so. Es war irgendwie gut und okay, aber ja, bei dem nächsten Thriller, wenn von ihr irgendwie was herauskommt, werde ich ihr auf jeden Fall eine Chance geben, weil ich den wirklich jetzt okay fand. Aber vielleicht höre ich dann auch erstmal so den ein oder andere Rezension mir an. Ja, weil wirklich so das, die Abstrusität, besonders ja, gegen Ende, ach, das war irgendwie nicht so richtig meins. Vielleicht kennt ihr ja auch beide Thriller von Judith Märchen, dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher euch irgendwie besser gefallen hat oder ja, ob ihr überhaupt beide gelesen, gehört habt, können wir uns ja gerne auch ein bisschen austauschen. Dann wurde es Zeit für Zeitreisen und ich habe Hella, Your Yesterday is My Tomorrow von Melanie Moore gelesen. Ich bin letztes Jahr über das Buch gestolpert, weil ich das Cover richtig cool fand und mich der Klappentext angesprochen hat. Und ich mochte die Idee aus, oder diese Kombination aus Zeitreise und Weltrettung. Das fand ich irgendwie super spannend und ja, war eben super, super neugierig, was mich hier erwarten wird. Denn in der Geschichte geht die Welt langsam unter. Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten und unsere Erde steht eben kurz vor dem Kollaps. In knapp 150 Jahren werden die Menschen aber dabei zusehen, wie ihre Welt stirbt und wie sie eben auch mit ihr untergehen wird. Also die ganze Menschheit leidet natürlich darunter. Doch es gibt eine Forschergruppe, die herausgefunden hat, dass man mit Zeitreisen die nahestehende Katastrophe verhindern kann und eben relativ früh am Ursprung des Klimawandels irgendwie eingreifen könnte, müsste, sollte. James ist einer von diesem Rettungstrupp und er wird auf eine Mission in die Vergangenheit geschickt, wo man eben anfängt zu recherchieren, ob da schon die Ursprünge sind. Und in der Vergangenheit, wir sind hier im mittelalterlichen England, trifft er auf Hella und versucht mit ihr jetzt so ein bisschen in Kontakt zu kommen, was er aber eigentlich nicht darf. Denn diese Overs, wie sich diese Missionsgruppe nennt, die verfolgen nicht unbedingt alle das gleiche Ziel. Und man stellt sich dann recht schnell zusammen auch mit James die Frage, ob die Welt dennoch zu retten ist. Besonders wenn eben ja einfach Leute, die eigentlich zum Rettungstrupp gehören, doch wieder eigene Interessen haben. Ich bin ein großer Fan von Geschichten mit Zeitreisen und hier fand ich zudem die Idee richtig, richtig toll, was so der Hintergrund der Zeitreise ist. Und ich fand es wirklich, dass es sehr spannende Twists in der Geschichte gegeben hat. Es ist wirklich eine schreckliche Zukunftsversion unserer Welt, die aber für meinen Geschmack gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Und ich finde, das macht das Ganze noch schlimmer, noch erschreckender, dass das alles tatsächlich so eintreffen könnte, wie es diese Geschichte voraussagt, sozusagen. Also wie die Zukunft in 150 Jahren aussieht. Der Sprachstil von Melanie Moore war sehr leicht, war sehr flüssig, sehr modern. Man fliegt gefühlt auch wirklich nur so durch die Seiten. Es sind schon ernste Themen, die auch ernst behandelt werden. Aber es hat immer so einen hoffnungsvollen Funken. Und das finde ich wichtig, dass man eben nicht total deprimiert zusammenbricht nach so einer Lektüre, sondern dass man so einen Hoffnungsschimmer am Horizont irgendwie sieht. Es gibt unterschiedliche Perspektiven von Hella und James, die sich auch stimmlich tatsächlich gut voneinander unterscheiden, was mir ja immer wichtig ist und was mir hier wirklich gut gefallen hat. Denn man erfährt hier zum einen sehr viele Details über die Charaktere, zu ihrer Zeit, wo sie herkommen, wo sie unterwegs sind, über das jeweilige Leben und auch die Probleme. Beide Charaktere fand ich sehr spannend und auch sympathisch. Die Dynamik auch der beiden, wenn die aufeinandertreffen und dann miteinander unterwegs sind, hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Ich fand toll, dass Hella sehr willensstark war, sehr selbstbewusst, sie war auch manchmal sehr stur, muss aber schon sagen, dass sie sich nicht für mich angefühlt hat wie eine junge Frau aus dem Mittelalter. Ich glaube einfach, dass man... Bestimmt gab es solche Frauen auch im Mittelalter, ich möchte das gar nicht leugnen oder abstreiten, aber für mich hat sie manchmal einfach viel zu modern gewirkt und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht eine Spur
misstrauischer auch mal gewesen wäre, wenn dann eben James kommt, der mutig ist und stark ist und eben ihr die Zukunft rüberbringt. Und das macht ja Melanie Moore über James wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte mir da bei Hella einfach noch so ein bisschen mehr Zweifel sozusagen gewünscht, ob das denn alles so wahr sein kann. Die Emotionen der beiden waren leider an mancher Stelle auch ein bisschen oberflächlich. Da wäre ein bisschen mehr für meinen Geschmack gegangen, aber das Buch hatte, glaube ich, auch nur so knapp 240, 250 Seiten, aber ein bisschen mehr so das Miteinander und die Emotion, das hätte mir tatsächlich ganz gut gefallen. Tatsächlich ist dann auch, dass das Ende relativ schnell kam, wo wirklich so, ja, die erste Hälfte perfekt war, ging es dann so im letzten Viertel sehr, sehr schnell. Und ich finde, 50 Seiten mehr hätten der Geschichte sehr gut getan. Und obwohl wir hier ja schon in der Dystopie auch unterwegs sind, war es dann einfach doch zu schnell erzählt, erklärt. Und das fand ich tatsächlich schade. Und ich glaube, wenn das letzte Viertel anders gewesen wäre, nicht so schnell erzählt wäre, nicht so ratt irgendwie die Auflösungen gekommen wäre oder was da eben alles passierte. Ich glaube, dann wäre das für mich wirklich ein dystopisches Highlight geworden. Also so ganz knapp gefühlt wirklich verfehlt. Zum einen, was Hella einfach angeht, zum anderen auch das schnelle Ende, weil mir wirklich diese Idee und die Umsetzung und die Gedanken dazu wirklich gut gefallen haben. Ich fand die Idee toll, dass man wirklich eigentlich mit Zeitreisen mal etwas Sinnvolles versucht und tatsächlich eben sagt, was natürlich so ein bisschen an 12 Monkeys erinnert, wer die Geschichte kennt, dass man eben sagt, okay, wo muss ich denn ansetzen in der Vergangenheit, um das vielleicht irgendwie aufzuhalten, zu stoppen, besser zu machen, damit es eben nicht dazu führt, wozu es eben führte. Und ja, ganz leider ja, hat das eben, ja, war das Ende. Also das Ende war an und für sich gut, es war einfach nur zu schnell. Das ist tatsächlich ein bisschen schade gewesen. Aber sonst wirklich für alle Dystopie- und Zeitreise-Fans wirklich eine Empfehlung von mir. Dann ging es weiter mit Steel Striker. Ich habe an Christi Himmelfahrt gemerkt, huch, hier fehlt ja noch das englische Buch in diesem Monat. So ist das manchmal. Und dementsprechend dachte ich, ja, bevor du jetzt irgendwie rumsuchst, hol dir doch einfach den zweiten Band zu, also den Steel Striker, den zweiten Band eben zur Geschichte. Und ja, von Mary Lou. Der erste Band wurde von mir ja gelesen im April. Ich verlinke euch auch die Bücherwoche mal unten in die Infobox. Und wir haben ja jetzt hier den Abschluss der Dilogie. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt ja, zu einem zweiten Teil ein bisschen was zu erzählen. Wenn euch so der erste Teil interessiert, Sky Hunter, ich glaube, dann schaut bitte mal in die Infobox, guckt euch die Bücherwoche an. Und die Geschichte jetzt hier, der zweite Teil, es gibt diese Bücher leider noch nicht im Deutschen, das könnte ich vielleicht noch kurz ergänzen, was mich ein bisschen wundert, weil andere Bücher von Mary Lou ja durchaus übersetzt wurden und auch wirklich relativ erfolgreich waren, also so wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass dieses Buch noch nicht irgendwie ins Deutsche übernommen wurde. Ja, die Geschichte selbst spielt circa ein halbes Jahr nach dem ersten Band. Da spielt die Geschichte weiter. Man sollte also den ersten Band auf jeden Fall gelesen haben und auch kennen, sonst macht die Zusammenhänge nicht sehr viel Sinn. Wir begleiten auch weiterhin die Hauptfiguren aus Band 1. Und da wir hier eben auf bekannte Gesichter treffen, ist es auch wichtig, denen ihre Vorgeschichte zu kennen. Wir treffen ja auch auf Talyn wieder, die wir aus dem ersten Band schon kennen, die auch die Hauptfigur im Grunde ist, die eben besonders auch durch ihr Handicap auffällt. Sie ist eben stumm und war auch als Flüchtling eben unterwegs und war eine sehr starke Hauptfigur im ersten Teil. Auch wenn sie eben durch diese zwei Dinge, die, also einmal das Handicap und einmal ja ihre Flucht, dass sie da eben doch auch sehr negative Erfahrungen gemacht hat. Zudem treffen wir auch schon im ersten Band auf Red, die sich eben auch beide kennenlernen, wo sie eben auch erst zweifelt, wie kann sie ihm trauen, welche Mission hat er. Ja, so ein bisschen in dieser Welt, die eben dem Untergang geweiht ist, beziehungsweise eben wirklich auch ein sehr totalitäres System dahinter steht, das jetzt eben diese freie Welt auch noch übernehmen möchte. Und es herrschte schon im ersten Band eine besondere Verbindung, die hier eben auch ein bisschen weiter gesponnen wird. Die Geschichte rund um Rogue und Gerard fand ich schon im ersten Teil sehr schön, wurde hier auch sehr schön weitergeführt, auch wenn ich sonst nicht der größte Fan von dieser Art Liebesgeschichte bin. Aber das nur so ein bisschen am Rande. Die Geschichte wird im Grunde weitergeführt. Wir
haben hier eben auch diesen Willen, dass die Welt oder dieser Bereich, dieses Land so bleiben soll, wie es ist, nämlich frei. Aber es kommen eben von außen immer wieder, kommt es zu Kriegen und Auseinandersetzungen und wie das dann alles so ausgeht. Ich fand es einen okayen, guten Abschluss, der schon mit einer gewissen Spannung erzählt wurde. Aber ich fand den ersten Teil tatsächlich besser. Ich fand im zweiten Teil, dass er sehr brutal war für ein Jugendbuch. Ich fand, es hatte schon manchmal wirklich so Dark-Fantasy-Züge, die wirklich sehr blutig waren, sehr draufgehalten waren, wo ich dachte, Mensch, für ein Jugendbuch irgendwie nicht so richtig passend. Die Altersempfehlung ist hier irgendwie 12, glaube ich, ab 12. Das hätte ich als 12-Jährige viel zu hart gefunden. Das wäre für mich überhaupt nicht gegangen. Und zudem gibt es auch die ein oder andere sehr explizite Szene zwischen Charakteren. Und da habe ich auch so gedacht, boah, also ja, vielleicht ist die Jugend heute weiter. Aber nicht nur, dass ich es irgendwie so ein bisschen fehl am Platz fand, weil eben es ein Jugendbuch ist. Und ich es lieber gehabt hätte, dass man so hinschaltet und dann wieder wegschaltet und am nächsten Morgen sind wir wieder dabei. Sondern ich fand, es hat auch manchmal gar nicht in diese Situationen gepasst. Und da habe ich mich dann auch immer gefragt, warum erzwingt man jetzt bei den Protagonisten diese Szene, die überhaupt die Geschichte gar nicht weitergebracht haben. Ja, aber der Schreibstil von Mary Lou ist natürlich sehr packend, er ist flüssig, es ist wendig und lebendig und das macht wirklich richtig viel Spaß. Das fand ich auch im zweiten Band richtig, richtig gut. Die Charaktere werden gut und auch logisch weitergeführt und uns auch sehr nahe gebracht, was natürlich in manchen Situationen dann gar nicht so einfach ist. Die Welt ist wirklich groß und dieses Worldbuilding ist wirklich toll erzählt, es ist sehr ausführlich. Es gibt wunderbare Details, die uns gezeigt werden, die so in den einzelnen Fraktionen so ein bisschen auch erzählt und reingepickt wurden. Das fand ich richtig, richtig gut. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ja, also ich fand Skyhunter wirklich stärker, denn da waren die Wendungen nicht ganz so vorhersehbar wie jetzt in Steel Striker und ich bin auch mit nicht jeder Wendung jetzt im zweiten Teil so richtig happy und gehe da auch nicht mit jeder konform. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Zudem die Brutalität, ich fand das wirklich zu hart. Und auch die sehr expliziten Szenen hätten es einfach für mich nicht so gebraucht. Muss ich auch ehrlich sagen, weil ich ja trotzdem denke, Mensch, wenn ich heute so ein Jugendlicher wäre mit irgendwie 12, 13, vielleicht auch noch 14, ich weiß nicht. Also das fände ich tatsächlich ein bisschen, finde ich ein bisschen hart. Also ja, wenn mancher dann auch sagt, Mensch, Nevernight von Jay Kristoff, das ist hart und blutig, da störe ich mich ja zum Beispiel nicht dran, aber da lese ich halt explizit auch Erwachsenen-Fantasy und Dark-Fantasy oder auch The Witcher. Na, aber das ist halt, ja, alles im Rahmen, aber mir persönlich für, dass es eben ein Jugendbuch ist und eben oft auch sehr jugendliche Charaktere hat, also auch Talyn und auch Red sind ja noch nicht so alt, ich finde das immer ein bisschen schwierig, das geht in meinem Kopf manchmal ein bisschen schwer zusammen. Aber ja, ein guter Abschluss, auf jeden Fall der Auftakt besser als der zweite Teil und so manche Wendungen hätten für mich auch ein bisschen anders sein können, aber es war eine gute Reihe und ich bin, auch wenn ich jetzt vom zweiten Teil so ein bisschen vielleicht enttäuscht bin, bin ich trotzdem überrascht, warum tatsächlich die Reihe nicht ins Deutsche übersetzt wurde bisher, weil ja auch die Cover von beiden Büchern richtig, richtig toll aussehen und auch wirklich Spaß aufs Lesen und auf mehr machen. Aber ja, also Empfehlung für die Dilogie, aber vielleicht nicht so für die Zielgruppe, wie sie angegeben ist, sondern eher für ältere Jugendliche. Vielleicht tatsächlich so, ja, ab 15 wäre so mein Gedanke, wenn ich mir so auch 15-, 16-Jährigen der heutigen Zeit in meinem Umkreis angucke, da ist das, glaube ich, tatsächlich ganz passend. Und das letzte Hörbuch der Woche oder der beiden Wochen war dann Up to Date, drei Dates machen noch keine Liebe oder doch von Beth O'Leary. Es ist das vierte Buch der Autorin. Die ersten beiden, Love to Share und Time to Love, habe ich sehr geliebt, waren absolute Highlights für mich. Das Buch im letzten Jahr mit diesem vermeintlichen Roadtrip, dessen Name ich schon wieder verdrängt habe, habe ich ja abgebrochen. Dennoch war ich jetzt beim vierten Buch sehr gespannt. Wir haben hier verschiedenste Sprecher. Ich glaube vier an der Zahl. Und ich möchte auch sagen, ich fand die alle okay. Es gibt nur so ein Problem. Dazu komme ich aber dann später.
später. Ja, optisch sieht das Buch natürlich genauso aus wie die anderen Bücher. Also sehr schön, sehr sommerlich, sehr, sehr leicht und locker. Es scheint hier ein richtig gelungener Liebesroman zu sein. Aber das Cover täuscht auch hier ein bisschen, denn es passt für mich nicht zu der Locker und Leichtigkeit der ersten beiden Bände. Da hat auch das dritte schon gefühlt nicht hingepasst. Und ja, aber um was geht es überhaupt in dem Buch? Wir treffen hier auf drei ganz unterschiedliche Frauen, die am Valentinstag von ihrem Freund Joseph versetzt werden. Wir haben zum einen die taffe Businessfrau Siobhan, die doch recht unsicher ist, ob es überhaupt was Ernstes mit Joseph wird oder ja, ob das einfach nur eine Affäre irgendwie bleibt. Und sie mag es auch gar nicht so, die Kontrolle abzugeben und ja, ist da tatsächlich schon sehr kontrollsüchtig veranlagt. Dann haben wir die ja, Bücherfreundin Jane, die ihn eher so als guten Freund ansieht. Sie schleppt so manches Geheimnis mit sich herum und ist da auch so ein bisschen unsicher, wie viel sie hier im Grunde preisgeben kann. Und dann haben wir auch noch Miranda, das ist eine Baumpflegerin, die denkt, dass Joseph der Mann fürs Leben ist. Bis sie dann aber dann doch so Anzeichen entdeckt, dass er sich wohl mit anderen Frauen trifft. Und das findet sie natürlich verständlich überhaupt nicht so gut. Und dann haben wir natürlich so die Frage, die wir uns stellen, warum Joseph eigentlich drei Frauen gleichzeitig datet, beziehungsweise warum er diese dann auch noch gleichzeitig versetzt, was so seine Motivation dahinter ist, was das Problem irgendwie am Valentinstag war und ja, wie sich das dann eben so auflöst, war dann doch anders, als ich es irgendwie erwartet habe. Denn der Titel, das Cover und auch der Klappentext versprechen schon eher etwas sehr Leichtes und Lockeres und das war für meine Begrifflichkeit tatsächlich nicht. Ich fand, es waren zu viele einzelne Geschichten in einer Geschichte. Manch anderer Autor, Autorin hätte da vielleicht zwei, drei Geschichten rausgemacht und all diese Geschichtenstränge irgendwie zusammenzubringen, fand ich persönlich tatsächlich schwierig. Ich war anfangs mehr als verwirrt. Ich konnte die drei Frauen in der Geschichte lange nicht auseinanderhalten. Ich habe da irgendwie gar nicht mehr so richtig verstanden, wer ist jetzt eigentlich wer, von wem sprechen wir gerade und die heben sich für mich sprachlich im Buch nicht genug ab. Es hat wirklich lange gebraucht, bis ich da drin war, bis ich verstand, wer ist wer, welche Ambitionen hat sie, wie denkt sie über diese Beziehung, wie denkt sie über Joseph und das hat für mich einfach zu lange gebraucht. Auch wenn es tatsächlich unterschiedliche Sprecherinnen gab und die auch alle einen guten Job gemacht haben, für mich waren sie nicht unterschiedlich genug, sodass ich das irgendwie auch trennen konnte. Und selbst wenn ich dann dachte, ah, die Stimme, das müsste doch die und die sein, habe ich mir manchmal die Vorgeschichte anfangs einfach nicht merken können. Und ja, im Nachgang würde ich sagen, vielleicht hätten Notizen geholfen. Also, dass man wirklich die drei Frauen sich einmal aufschreibt, so ein paar Merkmale. Ich glaube, das hätte mir weitergeholfen. Ich mache das ja auch sehr gerne, zum Beispiel bei Fantasy, dass ich mir das ein bisschen notiere oder auch bei dem einen oder anderen Buch, wo man merkt, man begleitet zum Beispiel 8 Charaktere. Ich denke an The Passengers zum Beispiel von John Mars oder auch an The One. Da habe ich auch einen Notizblock daneben gehabt. Wer ist wer? Wie denken wir darüber? Und so weiter. Ich glaube, das hätte hier auch gut geholfen. Ja, aber ja. Wenn man es halt vorher nicht weiß, dann macht man es natürlich nicht. Was ich tatsächlich gut fand, ist, dass wir hier Frauencharaktere haben, die so Ende 20 waren, also wirklich ein bisschen älter waren und tatsächlich auch so gedacht und gehandelt haben, zumindest in vielen Fällen. Also, dass wir hier nicht eine mit-30er Tierärztin haben, die sich irgendwie wie eine 12-Jährige verhält, was ich ja mal bei irgendeinem Buch auch kritisiert habe, sondern dass man hier schon den Eindruck hat, okay, ich habe hier Frauen, die irgendwie im Leben stehen und eben auch so dann auch handeln und denken. Joseph fand ich einen sehr interessanten Charakter, der wirklich gut gezeichnet war, aber an mancher Stelle doch auch blass blieb, obwohl er uns ja eigentlich auch eine Perspektive zeigt. Und ja, irgendwie ist das diese ganzen Charaktere, das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich ein Schwachpunkt in der Geschichte. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, es zu lesen als zu hören. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Es wurde gut Spannung erzeugt. Es gab aber auch manchmal so die ein oder andere Länge. Das hat wiederum im Hörbuch ganz gut funktioniert. Vielleicht hätte ich lesend zwischendrin einfach schon mal gedacht, ach, wann geht es denn endlich mal irgendwie weiter?
Das Ende hat mir tatsächlich gut gefallen, auch wenn es anders war, als ich es erwartet habe und es doch auch so die ein oder andere emotionale Szene gegeben hat, die ich wirklich gut fand. Ich glaube, ich hätte mir persönlich gewünscht, dass es einfach früher für uns zumindest so ein bisschen aufgedeckt wurde, sodass wir vielleicht sogar das Ende noch ein bisschen intensiver erleben hätten können, weil wir eben so ein bisschen vorher gewusst hätten, was kommt. Hat das jetzt Sinn gemacht? Also wahrscheinlich hätte das dem Buch vielleicht 50 Seiten weniger gut getan und dass man einfach früher zum Punkt kommt, dass man früher begreift und dann eben noch intensiver in das Ende geht. Also das hätte ich mir, glaube ich, vielleicht irgendwie so gewünscht. Was mir auch gefehlt hat, war definitiv die Leichtigkeit des Erzählens, wie es bei den ersten beiden Büchern war, wofür ich Beth O'Leary wirklich geliebt habe. Es wirkte hier manchmal schon sehr schwer und auch sehr, ach, irgendwie nicht so aus dem Quark kommend, und auch konstruiert. Also nicht alles war so konsequent gefühlt durchdacht und ja, aber ja. Zudem fand ich eben auch diese drei Handlungsstränge, diese drei Geschichten in einem, ich fand das einfach too much. Also vielleicht hätten zwei Frauen auch gereicht oder ich weiß auch nicht. Irgendwie war es einfach zu viel. Ich werde wohl beim nächsten Buch. Ja, also zwei Highlights, ein Flop, ein eher so, okay Buch. Ich werde wahrscheinlich beim nächsten Buch tatsächlich auch erstmal ein paar Rezensionen abwarten und dann eben gucken, ob ich es lesen werde oder nicht. Also, weil ich schon die ersten zwei mit ihrer Leichtigkeit und diesen Ideen und diesen Gedanken einfach tatsächlich besser fand als jetzt ein bisschen diese ernsteren Bücher und Themen und das irgendwie auch nicht das ist, wo ich bei dem Cover, also ich glaube, das Problem sind tatsächlich auch die Cover und die Klappentexte und dass man da einfach eine andere Erwartungshaltung hat. Und selbst wenn ich jetzt kein Kaffeekäufer, kein Coverkäufer bin, ja, es war okay, aber für mich kommt es von den vier Büchern jetzt definitiv an dritter Stelle. Und ich werde beim nächsten Buch so ein bisschen erstmal vorfühlen, was da so ein bisschen andere Leute dazu erzählen. Und das waren sie jetzt, die fünf Bücher der 2 Wochen. Also es ist tatsächlich schon ein bisschen was dazugekommen, gerade in der 2. Woche, als sich so ein bisschen die Aufregung gelegt hat und ich dann eben auch das lange Wochenende hatte und da auch einfach mal 2 Stunden am Stück einfach auf der Couch saß und gelesen habe und es auch sehr genossen habe, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber manchmal ist im Kopf einfach so viel los, da geht dann nur Serie und damit kommen wir jetzt auch also zum Rewatch sozusagen von Stranger Things und auch dem Beginn der 4. Staffel. Ich habe ja schon in den letzten 2 Bücherwochen auch erzählt, dass ich jetzt Staffel 1 und 2 mir nochmal angeguckt habe. Ich habe auch die 3. Staffel beendet und habe das auch sehr genossen und bin dann an dem Wochenende jetzt eben auch an die 4. Staffel gestartet. Ich glaube, 7 Folgen sind jetzt erhältlich und die letzten 2 Folgen, glaube ab. Ist das dann der 1. Juli? Ich glaube, das ist der Freitag. Und ich habe vielleicht so 4 Folgen jetzt am Wochenende geguckt. Und ich muss sagen, ich fand ja die 1. Staffel grandios. Ich fand auch Staffel 2 okay. Ich fand die 3. ein bisschen stärker. Und hier bin ich irgendwie mehr als verwirrt. Man hat ja jetzt die Gruppe so ein bisschen auseinandergerissen, dadurch, dass jetzt ja die Familien sich so ein bisschen aufgeteilt haben. Die einen sind geblieben, die Truppe rund um Will und Elfie. Ich habe der Rolle von Winona Ryder, ich habe es echt nicht mit Namen schwierig. Ja, die sind ja jetzt ich muss kurz überlegen, an die Ostküste gezogen und es hat sich so jetzt aufgeteilt und es gibt auch wieder etwas Böses und wir erfahren auch so das ein oder andere aus den Cliffhängern von der 3. Staffel und ich finde es ein bisschen viel. Auch hier so mein Problem, wo ich denke, wir hatten schon immer verschiedene Perspektiven und Grüppchen. Dadurch, dass wir jetzt aber hier ja schon mit verschiedenen Grüppchen irgendwie anfangen und sich das so und ich finde es ein bisschen schwierig. Zudem gibt es so ein, zwei Dinge, die ich mehr als schwierig finde. Alleine, dass der jetzige Bösewicht ein bisschen so aussieht wie der Nachtkönig bei Game of Thrones, finde ich tatsächlich sehr grenzwertig. Obwohl ich ihn cool gemacht finde, auch wieder mit dieser Anderswelt, die ja durch diese Ebenen, ja, und dieses Portal eröffnet wurde, was ja Elfie, ja, im Grunde immer wieder als Superheldin, ja, im Grunde die Welt ja gerettet hat. Und ich finde auch den Charakter, den man aus Elfie gemacht hat, irgendwie sehr fragwürdig. Ich verstehe noch nicht, wo das mit Will irgendwie hin soll.
Ja, ich bin irgendwie noch so ein bisschen lost, aber wahrscheinlich muss ich einfach jetzt noch die bis zur Folge 7 durchhalten. Und also nicht, dass ich das schlecht finde, also nicht falsch verstehen. Ich mag die Anspielungen auf die erste Staffel, ich mag dieses ganze Popkulturelle, das mochte ich ja schon von Anfang an. Ich finde es cool, dass wir hier in den 80ern unterwegs sind, aber es driftet so irgendwie in eine Richtung, die ich irgendwie nicht mehr so gut finde, wie noch die erste Staffel. Ich glaube, irgendwann ist vielleicht auch einfach mal eine Geschichte erzählt. Aber ich werde definitiv alle Folgen zu Ende gucken. Es wird ja auch noch eine fünfte Staffel geben. Das war jetzt alles sehr kryptisch, oder? Aber ich möchte ja keinen spoilern und wahrscheinlich ist das auch einfach alles gerade nach 4 Folgen auch noch sehr kryptisch in meinem Kopf. Vielleicht muss ich das auch erstmal zusammenbringen, meine Nacht drüber schlafen. Und werde dann, denke ich, in der nächsten Bücherwoche auf jeden Fall, die dann in 2 Wochen ist, auch noch ein bisschen mehr erzählen. Aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Aber wenn ihr vielleicht schon reingeguckt habt oder die Staffel durch habt, ihr könnt natürlich auch gerne mit Spoilern etwas in die Kommentare schreiben. Kennzeichnet das bitte einfach nur für alle anderen und natürlich auch für mich, solange ich mit der Staffel noch nicht durch bin. Wobei, bis das Video jetzt kommt, könnte ich auch durch sein. Ja, nachdem ich jetzt auch noch einen Special-Urlaub habe am Donnerstag, Freitag, weil ja der Hund dann da ist. Ja. Ja, ich bin etwas verwirrt und es war gefühlt jetzt, glaube ich, tatsächlich sehr kryptisch alles am Ende. Ich hoffe, ja, ihr habt trotzdem so ein bisschen meinen Gedanken irgendwie folgen können und ja, ihr verzeiht so ein bisschen die aufgeregte Aufregung in mir, die aufgeregte Steffi, die sich gerade wirklich sehr, sehr freut, dass da ein neues Familienmitglied bei uns einzieht. Und wer sich jetzt fragt, was mit den Katzen ist, also die bleiben natürlich hier und wir sind da einfach guter Dinge, dass die sich verstehen, meinetwegen auch einfach nur tolerieren und alles so seinen Gang geht. Und natürlich werden wir so ein bisschen Zeit brauchen, um uns alle an die neue Situation zu gewöhnen. Aber ich ja, hab da ein sehr positives, optimistisches Gefühl und spüre einfach, wie viel Lebensfreude gerade irgendwie das auch alles ausstrahlt. Und ich hoffe, dass sich das auf meine Katzen einfach auch überträgt. Und ja, also da muss man sich keine Gedanken machen. Es wird ein zusätzliches Familienmitglied. Es muss ja keiner vorläufig das Haus irgendwie verlassen. Ja, sollte eine Katze blöd stellen, ne? Dann mal gucken, was passiert. Nein. Aber wir haben genug Platz. Von daher, wir können da auf jeden Fall gut auch erstmal reagieren und ja, uns das anschauen. Und ja, genug geschwafelt. Wie gesagt, wenn ihr gerne irgendwie ein Hundevideo hättet oder irgendwie was, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mal, was sich machen lässt. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Bücherwoche auch wieder Freude gemacht hat, Spaß gemacht hat. Vielleicht kennt ihr eins der Bücher. Lasst uns hier gerne ein bisschen austauschen. Würde ich mich freuen. Auch über Stranger Things können wir natürlich gerne ein bisschen quatschen. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes, langes Wochenende. Lasst es euch über Pfingsten auch gut gehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.